Hi Leute, dann gucken wir mal, was geht. Heute sind wir draußen mit dem Traxxas Max. Kollege ist mit am Start, GPS ist mit dabei. Schauen wir mal, was er auf die Strecke bringt mit 4S und auch an sich, was er sonst so hier über den Track abliefern kann. Schauen wir mal, dass wir ein paar geile Aufnahmen kriegen und ja, dann gucken wir mal, was geht, wie schon gesagt. So, hier haben wir mal den Max vorbereitenderweise. Aktuell noch mit 3S-Akku. GPS-Modul ist da unten drunter. Und dann können wir noch eine Runde starten. Schauen wir mal, was geht. So, Speedtest. Ah, der bremst aber auch gut. So, machen wir mal kurz den Dataface-Read. Ja, das war 59. 59 beim ersten Durchgängchen. Ja. Dann schauen wir mal, was jetzt ging. Read 59 wie vorher. Das ist mit 3S aktuell gelaufen. And everything I want is not what you think's good for me. Save me. Gut. Aktuell 69 gelaufen. 4S, erster Versuch. So, jetzt lesen wir mal aus. Gucken wir mal, was er geschafft hat. Das reflektiert aber Stop and Read. Oh, 77. Ah, das ist doch schon mal nicht schlecht. 77 km/h. Geht gut ab. Schauen wir mal, wie schnell es war. So, ah, da ist er. Schauen wir mal, machen wir mal Stop and Read. 78, ja, das ist der Spitzewert. Hey, 78 Sache. 4S, Traxxas Max. Check, das ist da. Jetzt mach eine zurück. Gut. Das war doch gut, aber.
der war gut. Ja, wo ist er? Schau da ab, Niete. Ja, fällt ein, geht auf. Hui, nochmal. Hui, fast da oben. Geschafft. Geil, oder? Die Maschine draußen jetzt gesehen, geht mega ab. Sprünge, Überschläge, Speed-Test, ja, Speed, wie immer. Man kann alles noch schneller machen, aber für das out of the box richtig geil. 4S geht da mega ab, 3S für, ja, erstmal warm fahren und dann geht's ab mit 4S. Alles ist möglich. Hat also richtig, richtig Spaß gemacht, die Maschine. Und möchte mich auch nochmal bedanken an einen Kollegen hier, der mich da unterstützt hat, weil allein zum Fahren und Aufnehmen und so ein Zeug, das geht natürlich überhaupt nicht, ja, so richtig gut. Und ich habe meinen Draxas Max beim örtlichen Modellbauhändler hier in der Nähe geholt, bei RC Multistore. Danke nochmal, Jungs, für die super Beratung. Also ihr seid wirklich mega drauf. Ja, und ich werde sicher nicht das letzte Mal bei euch im Laden gewesen sein und mein hart verdientes Geld ausgegeben haben, aber es hat sich auf jeden Fall bei der Maschine richtig gelohnt. Der Draxas Max ist eine richtig coole Nummer und ihr habt also auch wirklich eine geile Auswahl da unten bei den Fahrzeugen und auch sonst. Also örtliche Händler, ist toll, dass man sowas in der Nähe hat, muss ich mal eine kleine Lanze für brechen. Lohnt sich definitiv, da mal vorbeizugucken. Natürlich haben die auch eine Homepage, kann man auch bei RC-Multistore online bestellen. Auch das geht rasend schnell und wenn da je was ist, sind die auch immer da und ansprechbar. Geil, danke auf jeden Fall an der Stelle nochmal an euch. Wir haben geguckt, was gehört bei der Maschine und
Wenn ihr Fragen habt, irgendwelche Kommentare, irgendwas, lasst mir es gerne in der Kommentarfunktion da. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, irgendwas wissen wollt, auch gerne. Lasst mir einen Daumen hoch da, lasst mir ein Abo da. Überhaupt lasst mir alles da, was ihr habt. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid bei meinen nächsten Videos. Ja? Und bis dahin, Arkshi war's, euer RC Mr. B.